Ja, herzlich willkommen zur einzigen und ersten Folge von Spaß mit Sporen. Und zwar, weil jetzt Games Workshop den Tyranniden gerade sehr viel Liebe und Leben entgegenbringt. Mit 3 Releases hintereinander. Jetzt erst der Toxocrene und der Maleceptor, was eher ernüchternd war. Und dann jetzt die Tyrannozyten und den Sporozyst, was der absolute Burner ist. Und dann vielleicht noch nächste Woche mit einem, mit dem neuen Zoanthropen, die Neurotrophen. Das wird gerade richtig geil, was die Tyranniden wieder an Möglichkeiten bekommen. Und deswegen mache ich da natürlich auch ein Video zu und werde mich in dieser Folge ganz dem Tyrannozyten widmen, weil das einfach das Viech ist, was das, das kompetitive Spiel mit Tyranniden richtig umwirft. Es ist jetzt wieder alles möglich. Die Leute sprechen davon, dass jetzt wieder eine der Überturnierarmeen werden und das mit einer, auch einer großen Varianz an Listen eventuell. Aber das muss sich natürlich alles noch entwickeln. Also ist jetzt alles reine Spekulation, alles Spekulatius. Und also ich sag noch mal kurz was zu den anderen Sachen. Also der Maleceptor ist jetzt eine Enttäuschung pur, also ich würde da die 200 Punkte für ausgeben. Der Toxocrene ist da schon besser, weil er auch günstiger ist. Und er ist halt ein monströser Kreaturenkiller, ganz klar, mit seinem sofort ausschaltenden 2+ Gift. Der hatte das Problem, dass er langsam ist, aber durch das neue Release jetzt mit dem Tyrannozid ist er natürlich Bombe. Also da kann man eine geile Kombo wahrscheinlich mitmachen, wenn man weiß, man geht gegen Phantomritter und vielleicht Riptides irgendwie an. Da kann er schon gut was machen. Ja, zu den anderen sage ich mal noch nichts, die jetzt nächste Woche rauskommen. Da weiß man noch nicht so viel Genaues. Aber zum Beispiel der Sporozyst, das ist ein immobiles, infiltrierendes Ding, was man aufstellt dann mit Infiltratoren. Der dann halt schön andere Scouts und Infiltratoren ein bisschen blocken kann. Das ist natürlich auch gegen White Scars ganz gut. Und der feuert dann halt alles, was er hat. 5 Waffen, auch 5 Schablonen, wenn man das will, auf die nächsten Einheiten, Feindeinheiten, die dann halt ihm entgegenkommen. Das ist ganz lustig so, aber eher ein bisschen fluffiger. Das eigentliche, was das Release ja gebracht hat, jetzt auch neben den Sporen, die sind auch ganz lustig, die Mucolid Sporen mit den Stärke 8 DS3 Schablonen, die auch auf Flieger gehen können und davon kosten 3 so viel wie ein Schockschwarm, sind jetzt aber in Sachen Missionsziele finde ich nicht so zuverlässig, da sollte man wieder lieber bei den Schockschwarm bleiben, wenn man weiß, man muss auf Missionsziele spielen. Können aber billig natürlich ein neuen Organisationsplan kaufen mit 45 Punkten für eine Standardeinheit. Ja, der Sporozyst war ja eine Unterstützungseinheit und das ist jetzt halt auch das Geile an Tyrannozyten, der verlegt halt keinen Unterstützungsslot. Ja, die Regeln werden gerade im White Dwarf ja veröffentlicht und die vom Toxicrene und Maleceptor hat GW sogar gratis ins Internet gestellt, was jetzt für GW echt mal eine Neuerung ist. Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass der White Dwarf ja halt jetzt nicht mehr zu haben ist, weil es jetzt ja den neuen gibt. Und deswegen werden die Regeln dann halt im Internet veröffentlicht. Das ist gut für mich, dann denke ich mir, ich muss mir den jetzigen White Dwarf auch nicht kaufen, weil dann kriege ich die Regeln auch wieder gratis im Internet. In der nächsten Woche wahrscheinlich, wenn die neuen Releases dann wieder kommen, wenn der neue White Dwarf kommt. Ja, dann hat man die Regeln einfach als PDF dann auf dem Rechner, auf dem Handy und dann kann man damit ja auch spielen. Im Codex sind sie ja jetzt halt noch nicht drin, vielleicht wird der Codex dann reprintet oder sonst werden sie halt im neuen Codex dann aufgenommen. Ja, also was erstmal der Tyrannozyt an sich. Belegt keinen Slot, kostet 75 Punkte, hat also halt eine monströse Kreatur, die aber nicht immobil ist, also er muss immer mit Schocken kommen. Hat auch diese Landungskapselregel, dass er, wenn er auf Gelände oder, also auf unpassierbares Gelände oder eine Feindeinheit abweicht, dass er die Abweichungsdistanz reduziert wird. Leider kann man nicht die Hälfte wie bei den Space Marines in der ersten Runde kommen lassen, das wäre noch geiler, aber so viel, also so über müssen Tyranniden dann jetzt auch nicht werden. Nee, aber das ist schon richtig cool, dass sie halt überhaupt jetzt wieder diese Möglichkeit haben. Einheiten kann man da reintun. Man kann 20 Infanteriemodelle oder eine monströse Kreatur die reintun, die halt als 20 Modelle dann zählt. Und das geht einfach mit allem, was im Codex ist. Und das ist halt das richtig Geile daran. Früher war es ja beschränkt auf Carnifexe und halt ein paar Infanterieeinheiten. Und jetzt ist halt alles offen, alles möglich. Und da werden schon die Kombos sondergleich gemacht. Ich werde da gleich mal alle durchgehen. Aber erst noch, das Ding hat für seine 75 Punkte 6 Lebenspunkte mit Widerstand 5. Also das haut man nicht mal eben im Melter weg. Hat 4 plus Rüster. Und wie gesagt, also es kann schocken. Also muss schocken, aber es kann sich dann noch in den Raufzügen bewegen. Es kann Missionsziele erhalten, es kann Durchbruch erzielen. Es kann schießen mit 3 Säurespuckern, 5 Säurespucker hat es von sich aus. Das heißt, es sind 15 Schuss mit BF2. Und ich persönlich würfel auf 5 plus richtig gerne. Ich hab jetzt auch schon zweimal in 2 Spielen dieses Wochenende die Regeln gespielt mit meinen alten Sporenminen. Mit meinen alten Landungssporen. Da hat sich ja jetzt jeder irgendwie in der 5. Edition 5 Stück bestimmt selber gebaut. Und wenn die von der Größe her und der Base passen, ich hoffe, die haben 60mm Bases, das wird mir ganz entgegenkommen mit meiner, dann ja, kann man die ja auch dafür nehmen. Man muss halt nur gucken, wo sind die Waffen, weil die Waffen müssen immer zum nächsten schießen, aber da wird auch irgendwie noch diskutiert, ob die nicht alle Waffen dann auf das nächste Ziel schießen oder ob von jeder Waffe dann gemessen wird. Das ist noch nicht so klar. Ja, jedenfalls, ja, 15 Schuss, Stärke 5. Das ist schon mal nicht schlecht. Man kann auch noch sagen, dass man, stattdessen für 25 Punkte mehr, dann kostet er halt 100 Punkte. Da kann man auch noch Stachelbürger reinnehmen, also 5 Zoll, Stärke 4, DS6, Schablon mit Niederhalten, mit Niederhalten. Oder halt 5, Stärke 6, Explosivschablon, halt mit den Biozidkanonen. Das ist natürlich, wenn du da jetzt so eine Infanterieeinheit mit dem schocken lässt, nicht so eine gute Auswahl. Aber man kann die auch alleine schocken lassen. Die belegen ja keinen Slot und man muss auch nicht eine Einheit reintun. Das heißt, du kannst sie alleine irgendwo schocken lassen, wenn du weißt, du spielst zum Beispiel so einen mega Ork-Mob, dann kommen die da und ballern da 5 Schablonen rein in die Orks und halten die nieder. Also das ist... Also so eine Allround-Einheit haben die Tyranniden echt mal wieder gebraucht. Das ist richtig gut. Vor allem auch Allround, weil man... Beginn der Aufstellung, also während man aufstellt, sich entscheidet, welche Einheiten tut man eigentlich in die Sporen. Aber wenn man jetzt auch nur mit 2 Sporen spielt oder so, nur mit einer, dann hat man trotzdem die Flexibilität. Tue ich da jetzt Giganten rein, tue ich da jetzt eine meiner Monströsen rein. Auch je nach Gegner, also wenn man seine Liste da dann intelligent schreibt, dann hat man für alles was in der Hand. Das ist der absolute Hammer. Ja, also... Allround-Listen sind damit jetzt richtig möglich und gut. Und ich bin mal gespannt, was sich da jetzt auf den Turnieren also etablieren wird. Ich habe auf jeden Fall schon eine Menge eigene Ideen dazu. Ja, und das werde ich jetzt auch mal sagen. Was habe ich mir da vorgestellt? Also was kann man da überhaupt reintun und was hätte das für einen Nutzen für einen? Ja. Also erst nochmal in meinen letzten beiden Spielen hat sich das Ding... Einmal habe ich nur eine gespielt und die hat schon für Nervigkeit hoch 3 da gesorgt. Hat halt 20 Neuroganten transportiert. Das ist eine alte Combo aus der 5. Edition noch, die immer noch richtig geil ist mit 60 Schuss mal eben. Ist halt in so Ritas rein, da kam dann im nächsten Zug die Flamer und dann war es das da. Aber ja, war trotzdem, allein das Ding selber hat schon genug genervt, der Tyrannozid selber, weil er da halt so rumgeschwebt ist und Durchbruch und Missionsziele bedroht hat und so. In meinem zweiten Spiel, das war jetzt gestern ein Apokalypse-Spiel, da habe ich 3 Stück gespielt. Die haben aber natürlich nicht ganz so viel ausgewirkt, aber was soll man auch machen, wenn da 3 Knights rumlaufen, hunderte von Land Raidern und Laserkanonen da rumfahren, das ist natürlich keine Relation. Die werden halt erst richtig gut, je weniger Punkte man hat. Also in einem normalen 1850 Punkte Spiel, da zeigen sie dann richtig, was sie können. Und darin werde ich sie natürlich auch noch spielen. So, also ich gehe jetzt einfach mal die Tyranniden Armee, das Armeebuch durch hier und sag mal, was das so kann. Also erstmal fliegende monströse Kreaturen reinpacken bringt's wohl eher nicht. Die würden dann aussteigen und könnten beschossen werden. Das ist sinnlos. Also geflügelter Schwarmtyrant, Schwarmdrude. Harpie ist theoretisch möglich, sie da reinzutun, aber warum sollte man das tun? Jetzt aber die andere Sache, ein laufender Schwarmtyrant. Entweder mit zwei Schablonenwaffen, man kann ihm Schockmaden geben, dass er schön in Fahrzeuge halt reinhaut, und eine Miasma-Kanone eventuell noch. Dann hat er da zwei Flamer, mal eben. Kostet aber auch nicht wenig, das ist dann 210 Punkte oder so. Nee, oder 200 Punkte. Dafür, dass er der dann auch wahrscheinlich weggeballert wird, ist das so eine Sache, ne? Das ist... wenn man ihn nahkampftechnisch noch ein bisschen aufrüstet, oder wenn man da noch... Das ist jetzt halt so, da spekulieren viele, auch jetzt mit dem Schwarmherrscher. Also alles... Erstmal was rauskommt, kann nicht angreifen in derselben Runde. Das heißt, es steht da eine Runde. Man könnte jetzt natürlich mit dem Schwarmherrscher das kombinieren mit der Tyrantenwachen, dass man halt zwei Sporen spielt, die müssen aber auf jeden Fall auch kommen, deswegen sich da mit Sporen auf jeden Fall der Comms Relay, entweder mit einer Aegis, das ist am günstigsten, oder halt mit einer Bastion, auf jeden Fall lohnen würde, dass man halt den Reservewurf sonst wiederholen kann, wenn die nicht kommen. Aber jetzt zum Beispiel jetzt der Schwarmherrscher, der hat ja auch 2 plus auf, also die plus 1 auf Reserve, und das halt solange er lebt, ne, das ist das Gute, auch solange er eine Reserve ist, gibt er dir das. Also das haben wir bisher halt immer so gespielt, und deswegen sollte es auch so sein. Das heißt, du hast dann 2 plus Reserve, wenn du das mit dem machst, und das ist natürlich nicht schlecht, sondern kommt in Runde 2 da relativ sicher auch der Schwarmherrscher runter mit seiner Einheit und so. Die stehen halt da erst rum, ne? Da muss man gucken, was, ob man die dann noch irgendwie deckt oder rettet oder so mit irgendwas. Ja, für Todesherz und Einauge und Liktorn. Also für Todesherz und Liktorn ist es sowieso sinnlos, die können ja eh sicher schocken, was soll man da mit einer Landungskapsel. Einauge ist, wenn man ihn mag, natürlich eine Option. Aber da ist natürlich, wenn man die Punkte schon investieren will, im Nahkampf Schwarmtyrann ein bisschen besser. Oder wenn man die Taktik verfolgen will. Tervigon, absolut geil. Also da kann man jetzt mit dem Tervigon kommen. Das steigt aus. Wenn es eine gute Psi-Kraft hat, kann es dir auch noch wirken, brütet auf jeden Fall noch am Ende der Bewegungsphase, also hast du quasi mit einer Landungskapsel 2 Einheiten, mit einem Tyrannozyten. Macht sich halt so einen schönen Schild vor sich, dass es auch nicht direkt irgendwie von sowas wie Thermis angegriffen werden kann oder so. Kann auch noch einmal Schockmaden irgendwie legen. Da kann man das so machen, dass man die Thermaganten um es herum so ein bisschen auffächert, dass er trotzdem seine Schablone noch freilegen kann, und dann können die Thermaganten ja noch nach vorne rennen, so auf die Borkäfer-Schleuder kommt es dann eventuell auch nicht an. Hauptsache ist halt vor bösen Nahkämpfern beschützt, der Tervigon. Und der kann auch sonst noch die Miasma-Kanone haben, also ein Viech mit Miasma-Kanone, ein Charakter, der kann halt wirklich dann 2 Schablonen legen, außer man hat jetzt noch einen Alpha-Trigon da mit drin, aber also für Trigone und Morgone ist das natürlich auch nichts, die Landungskapsel. Dann gibt's ja noch den Alpha-Krieger, der mit einem Baller-Krieger-Trupp auch interessant wird. Also er ist ja sehr massig, ne? Also das heißt, er verbraucht 3 Slots. Das heißt, man kann 6 Krieger in eine Landungskapsel insgesamt kriegen. Okay, das ist natürlich... also da kann man dann... also keine Flamer legen... Außer man gibt dem Alpha-Krieger die Miasma-Kanone. Man kann damit dann auch noch Säurespuckerschüsse abgeben, also zusammen mit der mit der Landungskapsel selber, ich sage halt jetzt immer Landungskapsel zum Tyrannozid, kann man da dann, also 6 Tyrannidenkrieger, das wären ja 18 Schuss und dann hat man quasi 30 Schuss Stärke 5, so 33 Schuss Stärke 5, 32 Schuss. Also die Krieger hätten da BF4 und die Kapsel BF2. Das ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? Mit Stärke 5. Das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Oder man gibt den halt Neuralfressern, dann ist das ein bisschen günstiger, dann sind halt nur Stärke 4 Schüsse. Aber ist auf jeden Fall auch eine Idee wert, wenn die dann auch noch ein bisschen nahkampftechnisch ausgerüstet sind und einen Zug überleben, halt mit, auch mit ihrer Masse und einem Schleier vielleicht noch, dann können sie das auf jeden Fall, dann könnte das auf jeden Fall eine Idee werden, auch mal wieder Krieger so zu spielen. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Elite ist das jetzt natürlich die Sache, den Toxotroph. Wenn man diese Sporen kommen lassen will, dann am besten alle gleichzeitig, weil es ist ja auch immer dieses Ding mit der Feindsättigung, Target Saturation, also Zielsättigung, dass man mehr hinstellt, als der Gegner wegschießen kann. Und das ist auf jeden Fall, auch besonders für Nahkampfeinheiten, richtig wichtig, dass man entweder noch einen Toxotrophen oder noch besser einen Malantrophen mit schocken lässt in den Sporen, weil die geben dann ja die Sporenwolke, der Malantroph, der hält auch noch viel mehr aus, als jetzt so eine Toxotrophenrotte mit bis zu 3 Modellen. Das ist natürlich sehr wichtig, dass man die vielleicht noch ein bisschen abschirmt von anderen, vielleicht auch mit einer ganzen Einheit aus einer Landungskapsel dann noch. Da wird auf jeden Fall dann alles viel haltbarer durch den Schleier dann. Also, dass sie sich noch gegenseitig Deckung geben und so, dann hat man da einen Dreier-Decker vielleicht noch so und dann kann das halt dann in der Runde, nachdem sie geschockt haben, dann auch mit dem Nahkampf richtig losgehen. Zoanthropen freuen sich natürlich auch wieder richtig über die Landungskapseln. Da können sie jetzt direkt hinter einen Land Raider schocken oder halt direkt an die Fahrzeuge ran und ballern da dann ihre Warplanzen rein. So, ne? Das war ja früher schon immer eine nette Sache und jetzt ist es halt wieder möglich. Da freuen sie sich ja richtig drüber. Schwarmwachen, okay, da bringt es das wohl auch nicht so. Die Reichweite damit zu überbrücken, das ist, naja... Ja, 24 Zoll Reichweite, die reicht so dann auch noch. Und ich finde Schwarmwachen ja eh nicht mehr so gut. Der Haruspex ist auf jeden Fall auch eine Idee, weil das ist ja eins von diesen Viechern, was einfach zu langsam ist, dafür, dass es wirklich mal in den Nahkampf kommt und sein Potenzial raushaut. Und wenn man den halt auch mit so ein bisschen Zeug so, der ist ja auch mit 160 Punkten gerade noch so im Rahmen mit den Punkten, haut man den auch noch raus und dann kann er auch dann halt auch so große, zähe Einheiten auf jeden Fall binden und auch vielleicht im Laufe des Spiels dann nochmal dann auffressen. Und was jetzt auch interessant ist, die Pyrovore. Die wird mit einer Landungskapsel wieder recht interessant. Da kostet der Trupp mit 3 Pyrovoren und Kapsel fast 200 Punkte. Okay, das ist schon teuer. Aber wenn man die gut platziert, also das ist natürlich auch wieder ein Infanteriekiller, muss einem klar sein, dann platzieren die 3 Flamer. Werden sie angegriffen, haben sie 3 Abwehrflamer. Explodieren sie durch Raketen oder E-Fäuste, haben sie auch nochmal können sie auch nochmal Schaden raushauen. Das ist eine Kamikaze-Einheit, klar, und es gibt auch völlig bessere Auswahlen, aber lustig wäre es auf jeden Fall, das mal so zu spielen, und warum auch nicht, ne? Das kann auch effektiv sein. Ja, muss man halt mal gucken, ne? Also gegen Tau wäre das auf jeden Fall tödlich, gegen Feuerkrieger, gegen Necron-Blobs vielleicht auch, also alles was eine Vierer-Rüstung hat, gegen Infanterie-Blobs von den imperialen Armee. Da kann man das schon mal alles probieren. Und auch gegen andere Tyranniden wäre es nicht so schlecht. Also da kann man halt auch eine maximale Flamer-Liste dann irgendwie mitmachen, ne? Ja. Also, dann kommen wir zum Standard. Also das mit den Tyrannidenkriegern hatte ich ja schon gesagt. Symbionten wären jetzt auch eine Idee, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu teuer, da wären eher Hormaganten gut. Also Hormaganten in Landungskapseln hat sich in der 6. Edition schon gezeigt gehabt, dass das gar nicht so schlecht sein kann. Und wie gesagt, da kann man auch andere Einheiten mit abschirmen, wenn die dann gleichzeitig mitkommen. Ja, Absorber bringt das nichts, die können ja so schocken. Und die Thermaganten, ja klar, die Neuralfresser sind ja der No-Brainer, ne? Man kann da auch noch eventuell welche mit Borkäfer-Schleuder, man kann jetzt beide Waffen halt in einer Einheit drin haben. Dass man halt dann Borkäfer-Schleuder nach vorne packt und hinten die Neuralfresser. Dann hat man noch so ein, quasi ein Mietschild aus entbehrlichen Borkäfer-Schleuderganten. Ist jetzt aber halt die Frage, ob man will, dass der Trop da ein bisschen länger überlebt oder ob der halt gleich sein Maximum an 60 Schüssen einfach raushaut. Das sind jetzt, es kostet, das ist ja auch das Tolle. Das kostet dann jetzt genauso viel wie damals die, also es kostet, glaube ich, sogar 5 Punkte weniger als damals, wenn man 20 Neuralfressergarten in der Kapsel gespielt hat, aber hat mehr Output. Weil die Kapsel halt mehr Output hat, ne? Die hat ja jetzt 15 Schuss. Früher hatte sie nur 3 Schuss mit Säurespuckern. Auf jeden Fall sollte man in so einer Kapsel, wenn man das da mit den Thermaganten spielt, niemals Schablonen reinnehmen, weil das weicht hundertprozentig auf die Thermaganten ab, dann, wie man es immer so hat. Ja, so bei Sturmeinheiten ist halt das so die Sache. Venatoren könnten selber auch schocken. Das ist jetzt auch so, nee. Die und Flügelkrieger sind eigentlich selber agil genug, dass sie sowas nicht bräuchten. Das lohnt sich halt eher für die langsameren. Wie gesagt, Harpien und Struden. Gargoylen wären selber auch schnell genug, also für Sturmeinheiten ist es natürlich nichts. So richtig. Die Landungskapsel. Das Große halt auch noch die Unterstützung, ne? Also Bioworn brauchen das natürlich auch nicht, die haben genug Reichweite selber. Okay, Trigon und Morgon braucht es halt auch nicht, habe ich ja schon gesagt. Der Exocrine ist das noch interessant. Er zählt dann leider als bewegt, wenn er ausgestiegen ist, dass er dann halt nur BF3 hätte, aber damit überbrückt man auch seine recht geringe Reichweite. Der muss halt dann auch nicht rüberlaufen. Hat man halt da die 6 Plasmaschuss schon mal, ne? Oder eine große Plasmaschablone, das ist natürlich nicht schlecht. Carnifexe, klar, so ein Neuralfresser Carnifex ist da immer gut, wenn er da so rauskommt. Das Tolle ist ja auch, dass die Einheiten relativ sicher sind, ne? Dass sie ihren Strike da auf jeden Fall haben. Und was halt auch noch richtig gut ist, ist der Tyrannofex. Ja, das habe ich gestern auch gemacht, der legt dann auch mal eben 2 Schablonen mit Säurezyste und Schockmaden, also das ist auch ein Infanteriekiller und mit den Schockmaden auch gegen Fahrzeuge ganz gut. Und der kann dann auf jeden Fall was, also der überlebt da auch ein bisschen was mit seinen 2 plus Rüster und 6 Lebenspunkten. Ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Combo, Tyrannofex und die Landungskapsel. Eine Sturmsache habe ich noch vergessen, da könnte man ja auch die Macharon reintun. Der wird dann natürlich auch, der kann ja auch eigentlich nur 6 Zoll sich bewegen, aber damit ist er dann auch zusammen mit einem Malanthropen, wenn Fortschritt dann eh erlaubt ist, für einen Zug relativ sicher und dann kam da auch in die nächste Runde in den Nahkampf. Das ist ja auch immer das Ding, ne? Man kriegt ja immer noch gratis eine andere monströse Kreatur mit dazu, die zwar selber nicht angreifen kann, aber wenn sie angegriffen werden sollte, sich wehren kann mit Stärke 5 DS, 2 Attacken. Ja, oh man, also man sieht schon, ich laber schon wieder ganz schön lange, es gibt unzählige Möglichkeiten, was man machen kann. Und am besten halt, man kombiniert da irgendwie was und sowas, es wird auf jeden Fall jetzt, wenn man sich die Modelle alle kaufen will, teuer. Kostet ja 50 Euro das Stück. Und, aber da werden wieder viele zu ihren alten Eigenbauten greifen, denke ich mal. So, ne? Und ich denke mal auch viele Turniere werden das erlauben, sodass man halt, wenn man das von der Größe her einigermaßen stimmt. Ich habe jetzt zum Beispiel diese hier aus einer Kakaobohne gebaute Landungskapsel, die geht da von der Höhe und von der Base müsste jetzt ja auch gehen, wenn das 60 mm Bases sind. Und ich habe auch noch die Chapter House Landungsspore, die hat ja ungefähr auch dieselben Maße wie das Ding, also das passt dann auch. Ja. Also da wird euch keiner drüber beschweren, denke ich mal, hoffe ich mal. Also ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal kaufen, weil das einfach ein geiles Modell ist. Das zeigt auch halt wieder, wie einer meiner Kumpel gestern gesagt hat, dass die auch anders können, die Tyranniden, dass sie nicht nur fast humanoide Sachen oder halt Echsen und insektenartige Monster haben. Ja, das ist doch mal wieder ein richtig schönes Modell. Ja gut, das war's dann zu den Sporen meinerseits. Und zu den anderen Releases gerade. Ich bin echt gespannt, wie das sich auf diese nächsten Turniere dann so auswirken wird. Ich bin auf jeden Fall auch schon fleißig am Listen ausdenken und schreiben. Und gucken, was sich da dann etabliert. Als heftigste Combo oder sowas dann. Gut, dann bis zum nächsten Mal.